Boah, willkommen zurück bei einer Bullenhitze. Ich wollte ausleuchten. Naja, also so. Es ist echt verdammt heiß hier. Und damit meine ich nicht das heiß, sondern. Oh, es ist heiß. Es hat hier einfach furchtbar viele Grad Celsius. Und wir haben. Eine Schlucht gefunden, die um die Ecke geht. Auf Höhe 26. Mal gucken. Was gibt es hier? Nix. Wieder zurück. Oh, Katze, nerv mich nicht. Ich kann dein Fell gerade echt nicht ertragen bei der Hitze. Habt ihr schon mal eine langhaarige Katze auf euch sitzen gehabt bei 30 Grad im Zimmer? Beziehungsweise 40, keine Ahnung. Irgendwie sowas um den Dreh dürfte ich hier haben. Okay, da lang ist doof. Wo geht's hier lang? Nirgends. Ey, wenn eine Katze bei dem Wetter schmusen will. Nee. Nee. Oh, geh weg, bitte, geh weg, verschon mich. Au! Ey! Ey, was soll das denn? Alter! Selbstmordattentat von einem Slime auf mich. Ich pack's ja nicht. Ja, nehme ich halt den Slimeball mit. Also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Ich habe in Erinnerung, dass wir viel mehr Items hatten, als das bisschen, was in der Kiste lag. Ich kann mich aber auch echt täuschen. Ich sollte während des Projekts nicht nebenbei noch für mich so privat Minecraft zocken anscheinend. Sonst komme ich durcheinander. Also diese Schlucht hier bringt uns eigentlich relativ nix. Ne? Ich höre auch keine Monster. Also nee, das war schon mal auf jeden Fall ein Fail. Da waren wir ja auch schon unten. Und jetzt tut meine Katze mir schon wieder in die Ecke krabbeln, weil sie auf die Heizung will. Super Idee. Einfach spitzenmäßig. Was haben wir denn hier? Ich würde mal sagen, wir machen das so und versuchen dann darunter zu krabbeln. Und gucken mal, was es hier so gibt. Das sieht nämlich noch relativ interessant aus hier. Da können wir hin. Da können wir auf jeden Fall mal hin. Boah, es ist warm. Krass. Ich muss mir ein paar Fackeln machen. Jetzt haben wir wieder einen Inventarplatz mehr. Oh, Katze, geh von meinem Schreibtisch runter. Runter. Ey, nee. Was ist sie denn heute? Ausgerechnet heute, wo wir hier fast 40 Grad im Zimmer haben. So furchtbar anhänglich. Mit ihrem dicken Fell. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss nicht sein. Es ist viel zu warm zum Schmusen. Wirklich. Das muss nicht sein. Geht's hier auch nochmal lang? Ja, da oben. Creeper. Heißen wir doch einfach mal willkommen. Joa, ne? Da ist schon mal Redstone. Wir befinden uns auf Höhe 14. Und haben hier einen unterirdischen See. Soweit, so gut. Der wird hier, glaube ich, nicht hochkommen, ne? So. Au, Katze, was geht denn ab mit dir heute? Ey, rempelt die voll. Ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber so eine Katze ist kein leichtes Tier manchmal. Die hat hier gerade, die ist voll gegen meinen Stuhl gerannt. Und der hat sich wirklich um ein paar Grad gedreht. Das war gerade nicht so schön. Was haben wir hier alles? Da ist auf jeden Fall Redstone. Aber ansonsten scheint hier nichts Interessantes rumzuliegen. Ich sammle den einfach mal ein. Und guck, was es hier hinten noch gibt. Jetzt werde ich schon von der Strömung weggespült.
Jetzt wollt ihr mir erzählen, dass mein Stack Redstone voll ist. Au! Mann! Ich weiß, ich bin bei der Hitze und... Alter! Lass mich hier raus! Ich bin bei der Hitze unerträglich, ich weiß. Aber es ist wirklich eine Bullenhitze. Es ist unerträglich. Was schmeiße ich denn mal weg? Weg damit. Was ist denn jetzt los? Ey, du... Zwei Steinchen. Ich will zwei Steinchen in meinem Inventar haben. Wenn wir wenigstens was Brauchbares finden würden, abgesehen von Eisen. Und wenn meine Katze aufhören würde... Boah, die Musik ist aber auch sehr gruselig. Echt, meine Katze, die rennt hier rum und macht dauernd Scheiße. Das ist das liebste Tier auf der Welt normalerweise. Aber heute ist sie voll am Ausrasten. Die hat heute echt den ganzen Tag ihre dollen 5 Minuten, glaube ich. Den ganzen Tag lang. Hier geht's wieder hoch. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Nein! Ich habe gesagt nein! Runter! Ey, normalerweise ist das kein Problem. Ich habe die normalerweise immer hier drinne, wenn ich drehe. Und dann benimmt die sich. Aber heute echt, ich weiß auch nicht. Wenn ich so ein Tier wäre mit so einem dicken Fell, ja, dann würde ich doch nicht schmusen wollen. Ey, bei der Hitze. Ich meine, denen ist doch auch irgendwann warm. Ich habe zwar mal gehört, dass Katzen nicht schwitzen. Aber das halte ich für ein Gerücht. Also zumindest an den Pfoten schwitzen sie auf jeden Fall. Ist mein Stack Eisen voll? Unfassbar. Ach, dann weg damit. Und jetzt sagt mir nicht... Das ist eine Sackgasse. Wir haben eine Sackgasse gefunden. Hm, das ist toll. Ich hole mir noch ein bisschen XP und Kohle. Gott, ist das warm. Es ist so warm. Boah, wie viel haben wir denn noch frei? Noch 3 oder was? Ja, das können wir schon nicht mal mitnehmen. Wir bauen uns trotzdem ab wegen der XP halber. Wir kommen ja eh nicht mehr hierher zurück. Mann, ist das eine Hitze. Ja, knack. Super, ich sehe gerade, dass wir auch noch die Hungerleiste leer haben. Pilzsuppen, damit sieht es auch schlecht aus. Eine. Wir könnten uns ein Steak braten. Das werden wir jetzt auch tun. Weil wir haben einfach wirklich zu viel Leben, um weiterzumachen. So. Was? Wieso? Nein, 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 wieso? Wieso? Wieso hatten die angefangen zu brennen? Wegen dem Ofen? Ohne Scheiß? Ich werde hier heute wieder so getrollt. So getrollt werde ich. Ich sag's euch. Ich sehe auch gerade, meine Telefonuhr geht nach. Wieso geht meine Telefonuhr nach? Ganze 10 Minuten. Kein Wunder, dass meine Aufnahmen immer so ein bisschen überstrapaziert werden, wenn meine Telefonuhr zu langsam läuft. Meine Güte, ey. Ist wirklich so, die läuft viel zu langsam. Naja. Ich werde ja sehen, was dann bei rumgekommen ist. Oh Gott. Nee, die Hitze ist heute echt unerträglich. Das soll einfach nur noch hinne machen hier. Einfach nur noch hinne machen. Kann ich die Kohle nicht mitnehmen, oder was? Fäden kriegen wir immer wieder.
Und scheiß auf den Ofen, ganz ehrlich. Boah, ich höre schon wieder einen Zombie. Ich esse mal was lieber. Bevor der uns hier noch weg klopft. Das ist echt nicht mehr schön hier. Nee, nee, nee. In was für eine Höhle bin ich da nur reingeraten? Hätte ich auch meinen Plan verfolgt und wäre einfach weitergelaufen. Da. Nee, diese Höhle lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Hier gibt es nichts Interessantes. Kaum Rohstoffe. Wahrscheinlich ist irgendwo wieder eine Höhle, wo es ganz viele Rohstoffe auf einmal gibt. Falls wir da hinkommen. Ich will hier einfach nur raus. Am besten da lang. Da weiß ich wenigstens, dass ich von da kam. Bitte, bitte, bitte. Ich will hier raus. Wir sind auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg, denke ich. Ja, da. Okay, 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 okay. Gut, hier lang. Das kann nicht mehr allzu weit sein. Okay, hier sind wir hergekommen. Ey, echt, das ist mir nicht wert. Dafür, dass diese Schlucht auf Höhe 39 oder was ist, da ist es mir das echt nicht wert, meine Nerven hier zu strapazieren. So, und ich baue mich jetzt einfach ganz dreist nach oben. Oder auch nicht. Weil das ist einfach wirklich, also... Ich will einfach weg hier. Oh Gott, jetzt wird es auch noch dunkel. Gerade dann, wenn wir... Oder ist das Sonnenaufgang? Nee, ich glaube, es wird einfach dunkel. Ich weiß, da ist Eisen, aber scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Oh, kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwie... Wenn ihr Katzen habt, dann kennt ihr das. Ihr habt irgendwie so ein Haar, so von der Unterwolle, so ein leichtes, weiches Haar von der Katze. Im Gesicht. Ne? Und ihr fummelt alles im Gesicht rum und es geht nicht weg. Zwei Steaks. Hm. Schwere Entscheidung. Oh Gott, das Haar. Dieses Haar regt mich so auf. Weg mit der Schaufel. In welche Richtung probieren wir es denn mal? Ist das normal, dass der Mond so aussieht? Meine Güte, ich will hier weg. Ich will hier so unheimlich gerne weg, einfach nur. Da hinten. Da ist grün, ganz normales Grün. Das könnte unsere Chance sein. So. Du gehst weg. Los, explodier oder stirb. Eins von beiden. Das war so klar. Die treffen so scheiße gut, die Viecher. Das könnte unsere Hoffnung sein. Meine Fresse, sind hier viele Schweine. Oh, hier sind noch mehr braune Pilze. Wir haben eh einen dabei. Und ich denke mal... Ja. Alter. Das sind echt viele Schweine. Ich glaube, wir nehmen uns mal einen kleinen Fleischvorrat mit. Nee, nee, nee. Die ignorieren wir da mal schön. Ja, hier sieht's nach schönem Biom aus. Schönes Biom. Yay. Ein wunderschönes Biom. Was lassen wir denn mal liegen? Weg damit. Ich will nämlich das da mitnehmen. Das da alles. Einfach alles. Wow. Geht einfach weg. Ah! Haut ab. Lass mich in Ruhe. Noch mehr Schweine. Ich will auf jeden Fall
Hühner in meiner Nähe haben. Unbedingt Hühner. Ich brauche dringend Hühner. Ihr wisst schon, so halt, ne? So Dings halt. Pfeile. Bum bum. Jetzt sagt mir nicht, dass hinter dem Berg wieder eine Schneewelt anfängt. Ich will auch ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Das geht im Schnee nicht. Zumindest nur sehr, ja. Ist da ein Dschungel? Nee, das ist ein normales Biom. Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Da werden wir glücklich mit. Ey, was macht denn meine Katze für einen Scheiß? Wieso ist denn da hinten Licht? Das muss ich mir angucken. Da hinten leuchtet was. Bestimmt Lava. Was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, was das sein könnte. Jetzt hier werde ich von allen Seiten belagert. Okay, scheiße, mein Schwert ist kaputt. So. Ja, ein kleiner Lavasee. Da hinten anscheinend auch. Da hinten brennt's. Da, wo wir eigentlich hin wollten. Nein! Nicht mein Biom abfackeln. Alter! Oder ist das, wenn das kein Lavasee ist, wisst ihr, was das dann heißt? Ihr wisst, was das dann heißt, oder? Aber ich denke mal, es ist ein Lavasee. Ich glaube nicht, dass wir hier den Mr. Dings da haben. Nee, Lavasee, gut. Sonst hätte ich, glaube ich, jetzt Angst bekommen und hätte ausgemacht. Hühnchen! Hier bleiben wir, wenn sie uns nicht abfackeln. Hi, Hühnchen. Müssen wir uns nicht mehr drum kümmern, das Fleisch selber zu braten. Ja. Ich würde mal sagen, auch wenn es hier nur etwas, nee, so klein ist es nicht gerade. Wir haben hier Hühner und wir haben hier Kühe. Also hier bleiben wir auf jeden Fall. Wir sollten nur ein wenig Platz für ein Haus schaffen. Am besten nicht zu nah am Lavasee. Schwierige Entscheidung. Wir müssen hier ein bisschen ebnen. Weil so wie es hier im. Wow! Fu! Fu, 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 fu! Ganz ehrlich, fu! Fu! Geh fort, geh sterben, ab, weg mit dir. So, hier ist eigentlich ganz. Ah, okay! Okay. Fu! So. Hier kommt eine Wand dahinter. Jetzt mache ich mir erstmal eine Steinaxt. Beziehungsweise eine Eisenaxt, die hält ja dann auf Dauer ziemlich was aus. Das Holz brauchen wir erstmal nicht aufsammeln. Ich will erstmal, Mann, Katze, was machst du? Aus Steinen die Wand ziehen. Und danach bin ich echt fix und fertig. Wir machen erstmal nur so ein kleines Räumchen. Muss ja nichts Weltbewegendes erstmal sein. Erstmal nur, damit wir unterkommen. So. So, die Blätter hier weg. Alle, die so uns im Weg stehen. Okay.
Dach machen wir auch erstmal aus Stein. Wir können ja dann immer noch ummodellieren, aber hier bleiben wir. Das ist beschlossene Sache. Hier werden wir unser Leben bestreiten. Unser Lebensunterhalt und unser Leben leben. Ne? Meine Güte, ist das warm. Ich weiß, ich bin nur am Meckern, aber ich glaube, ihr wisst, ihr wisst diese Hitze. Ihr kennt sie. Und dementsprechend habt ihr bestimmt Verständnis dafür, dass ich hier so mecker. Erstmal den ganzen Dreck rein. Das nicht unbedingt. So, und dann Bett aufstellen. Bett, 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 Bett. Vielleicht schaffen wir sogar kurz schon mal zu schlafen. Nein, es ist schon Tag. Sammel noch den ganzen Krempel ein. Dass der nicht verloren geht. Ah! Alter! Ja, toll. Das darf ich nachher alles wieder flicken. So. Bauen uns noch schnell eine Tür. Tür, 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 Tür. So, und eine Druckplatte bitte. Damit, wenn wir flüchten, ups, direkt hinter uns zumachen können. Okay, gut. Das war's dann mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns wirklich um Hausbau und Tiere einfangen und das Feld halt anzulegen. Und vielleicht finden wir dann doch noch eine Höhle, die uns zusagt. Also, ciao!